Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Trash-Paket-Unboxing für dich. Und zwar haben die liebe Alexandra und ich mal wieder ein Trash-Paket gemacht. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Sie hat mir schon geschrieben, Claudi, sei nicht überrascht, dass das Ganze jetzt in Weihnachtskartons kommt, aber das waren die Pakete, die es bei der Post noch zu kaufen gab. Und da hat sie mir einfach das Ganze in mega coole Weihnachtskartons gepackt. Ich stehe drauf, es ist herrlich. Ja, es ist so, dass die Alexandra und ich uns dann so Fotos hin und her schicken von den aussortierten Produkten und uns dann von der anderen aussuchen, was wir haben wollen. Und ich kann dir auch mal einblenden, was ich ihr geschickt habe. Das war hauptsächlich dekorative Kosmetik. Ja, und hier habe ich dann das, was ich von ihr geschickt bzw. getrashed habe, getauscht habe, wie auch immer. Das ist ein offenes Tauschpaket, ein offenes Trash-Paket, was man manchmal so macht. Und ich mache das eigentlich mit am liebsten, weil du dann auch weißt, was du bekommst und dir selbst die Produkte aussuchen kannst und der Warenwert vor allem dann auch relativ ausgeglichen ist. Sie hat mir geschrieben, weil das nicht ganz ausgeglichen war, hat sie mir noch ein bisschen was dazugelegt. Und da bin ich jetzt mal wirklich gespannt, was sie dann da reingepackt hat. Und vor allem, dass sie zwei Pakete genommen hat. Mensch, Alexandra, es gibt doch Kartons, die sind genauso groß. Musst du nicht doppelt Porto zahlen. Aber na, wir gucken mal. Ja, und weil ich mir halt hauptsächlich von ihr Pflege ausgesucht habe, sind die Pakete echt riesig, ne? Ich bin trotzdem immer wieder gespannt. Also das ist ja noch nicht lange her, dass wir uns die Trash-Fotos geschickt haben, uns das ausgesucht haben. Das geht dann immer relativ zackig bei uns. Da sind wir beide sehr entscheidungsfreudig. Ich bin eigentlich immer ziemlich lahm, weil ich, bin viel unterwegs und dann habe ich die Fotos noch nicht geschickt und so. Und da muss ich mich auch immer wieder entschuldigen, ne? Ich bin echt eine Trödeltante, aber das war ich immer schon. Das kann meine ganze Familie bestätigen. Ich war immer schon ein Trödelkopf. Sei es damals, als ich geboren wurde, sei es damals in der Grundschule, wenn es darum ging, aus der Umkleidekabine rauszukommen. Da machen sich ja alle nach wie vor noch einen großen Spaß in meiner Familie. Aber ich habe immer getrödelt, immer Zeit gelassen. Was soll man denn immer hetzen? Das Leben, das ist lang genug. Da kann man sich doch mal Zeit nehmen. Naja, so, jetzt habe ich die Kartons mal geöffnet. Und hier haben wir den Blick in Karton Nummer 1. Wow, uff, schwer. Und hier haben wir den Blick in Karton Nummer 2. Okay, das wird eine Herausforderung. Als erstes haben wir mal ein Kärtchen an die liebe Claudi. Mit dir fühle ich mich wie wenn... So das ist so süß, ich kann gerade nicht, ne? Oh Mann. Mit dir fühle ich mich wie wenn immer die Sonne scheint, wie wenn ich 6 richtig im Lotto habe, wie wenn ich auf Wolke 7 sitze, wie wenn immer Sonntag ist. Ach, guck mal, ist das nicht niedlich? Ich finde die Karte voll schön. Ach, Alexandra, du bist süß. Darum mag ich dich. Oh Mann. Hallo liebe Claudia, ich habe mich sehr gefreut, dass wir ein Trash-Paket machen. Ich hoffe, du freust dich über die Produkte. Ganz liebe Grüße und mach weiter so. Ich hab dich lieb, Alexandra. Danke, liebe Alex, ich hab dich auch lieb. Die ist echt cool. Karte in den Hintergrund und dann gucken wir mal rein. Bin mir ziemlich sicher, dass ich mir das nicht ausgesucht habe. Das scheint dann also eins von den Produkten zu sein, die du da mit reingelegt hast. Das Bring the Salon Home Kiss. True Beginners Kit. Ist das eine Anspielung? Ja, ich weiß, ich müsste mich mal mehr an künstlichen Wimpern versuchen. Das hat sie mir jetzt so mit reingelegt. Finde ich ja super witzig. Das sind quasi halt künstliche Wimpern mit so einem Aufsetzding und so einer Pinzette und einem Kleber und einer Schere. Okay, das muss ich wirklich mal ausprobieren, ne? Ich habe sowas, das werde ich morgen testen. Also morgen, wenn ich, also ich drehe jetzt am Samstag das Video. Ich drehe ja meistens am Wochenende die Videos vor, weil ich ja in der Woche arbeiten bin und da nicht so die Zeit für habe. Und jetzt am Samstag drehe ich dieses Video. Und morgen am Sonntag wollte ich ein Claudi testet alles Video drehen mit so mega geilen magnetischen Wimpern. Mal gucken, aber das werde ich auch mal ausprobieren. Mega interessant. Die habe ich mir, glaube ich, ausgesucht. Von CC Labelle Vienna. Pretty Sunsets Vegas Hand Cream. Genau. Ich habe nämlich letztens mit meiner Nagelfee gesprochen. Und die hat mir erzählt, dass die ihrer kleinen Tochter immer die Handcremes mopst.
Mensch, Simone, das kannst du nicht machen. Du hast doch mich. Ich kann dir doch Handcremes organisieren. Noch und nöcher. Und das tue ich jetzt. Also wenn ich Trash-Pakete habe, suche ich mir dann immer ganz viel Handcremes aus, damit ich die alle an meine Nagel vergeben kann. Weil die macht das halt, die macht ja auch eine richtig schöne Maniküre danach, ne? So richtig mit Hände eincremen und so. Und ach, richtig fein. Und so eine kleine Handmassage, das ist super, wirklich. Also, ne? Simone ist ein Schatz, ist eine gute Frau. Und da organisiere ich ihr jetzt einfach ein bisschen Handcreme. Dann kann ich quasi von mir aussortierte Produkte dagegen tauschen, dass ich ihr Handcreme organisiere. Ist das nicht meine Idee? Ich finde es super. Ich habe schon was. Einiges. Dann hat sie mir noch beigepackt. Das habe ich mir auch nicht ausgesucht. Von Lovables. Intensiv Anti-Pilling Repair Wäschezusatzpulver. Wirkt gegen Fusseln und Pilling mit nur 3 Anwendungen. Okay. Intensivbehandlung für die Lieblingskleidung. Das hatte sie mir auch geschickt, das hatte ich mir nicht ausgesucht, weil ich mir da nicht so wirklich was drunter vorstellen kann und weil halt irgendwie gerade Sommer ist und du halt nicht so wirklich Pilling hast, ne? Ich habe ja meistens einfach so T-Shirt-Stoff bei meinen Klamotten, da ist ja nicht so wild. Und ja, das werde ich mal austesten. Wäschezusatzpulver, okay, da muss ich mal gucken. Dann, das hat sie mir auch noch mit beigelegt. Das ist irgendein... Das wird aber weiter wandern. Das ist so ein Pigment. Das sieht wundervoll aus, so ein schönes Kupfer. Aber das ist nichts für mich. Ich kann damit nicht um. Ich bin ein Fan von Lidschatten, verwende die unheimlich gerne. Traue mich mittlerweile auch immer mehr dran, so Cut-Crease zu machen oder die Lidschatten feucht aufzutragen. Aber alles, was so Glitter auf dem Auge angeht, da bin ich nicht so wirklich für zu haben. Das heißt, das wird dann direkt wieder in meiner Aussortierkiste wandern, weil... Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Dann hat sie mir hier noch mit reingelegt von Yves Rocher Baume Après Rasage. Das ist ja, für Männer ein Aftershave-Balsam. Wie soll ich das sagen? Vor, ich glaube, circa einer Stunde hat mich mein Freund ins Badezimmer gerufen, mir seinen Badezimmerschrank gezeigt und mir stolz verkündet, dass er ihn jetzt aufgeräumt hat und dass er jetzt bitte nichts mehr braucht. Hat mir seine ganze Duschgelsammlung gezeigt und so. Ja, das wird anderweitig dann weiter wandern. Ja, finde ich aber trotzdem gut. Besänftigt Irritation, Anti-Rötung, ohne Parabene. Und da ich selber für mich noch einige davon habe, ja, ist das auf jeden Fall dann, das wird weiter wandern. Oder ich frage ihn, vielleicht will er es doch haben, aber ich glaube nicht. Der hat überhaupt keine Probleme, wenn es um Rasieren geht, ne? Das ist mit Anta-Bohnen-Extrakt. Schenkt Männerhaut intensives Wohlbefinden. Ja, das riecht lecker, ne? Das riecht voll gut männlich. Ja, also entweder werde ich das für mich verwenden oder ich werde es meinem Papa geben oder so. Die freuen sich da auch immer drüber. Also von daher, das wird weiter wandern. Trotzdem Dankeschön. Eine Maske hat sie mir mit beigepackt von John Frieda. Ja, die hatte ich schon mal. Die ist gut für trockenes, geschädigtes und strapaziertes Haar. Die finde ich toll. Doch, die ist gut. Die wird aber in meine, ja, aussortiert, in meine Mädelskistensammlung wandern. Dann hat sie mir... Oder habe ich mir das ausgesucht? Nail Selection for Professionals. Das ist doch perfekt vor Simone. Vor Simone vor allem. Pflegende Joghurtcreme Vanille. Das ist doch mal was. Eine richtig schöne Nagelcreme. Handcreme? Ja, das ist ein toller Duft. Ach Mensch. Nom nom. Redken Beach Envy Volume Texturizing Shampoo for Big Beachy Texture. Okay. Habe ich mir, glaube ich, auch nicht ausgesucht. Das ist ein Shampoo von Redken. Ja, das riecht ganz angenehm. La Mer Med Reinigungsgel. Auch das hat sie mir, glaube ich, so reingepackt. Besonders für empfindliche und feuchtigkeitsarme Mischhaut. Ja, ne? Das ist ganz gut. La Mer hatte ich letztens in der Juveniles-Box die Gesichtscremes drin. Sehr, sehr geil. Also habe ich noch nicht getestet, aber muss ich noch austesten. Und Reinigungsgel kannst du immer mal gebrauchen. Ja, oh, jetzt habe ich an die Nase. Das ist nicht gut. Oh nein, oh nein. Make-up bleibt da, wo du bist. Ja, packe ich aber in die Mädelskiste. Ich glaube, das Redken, das packe ich da auch mit rein. Weil ich habe so viel Shampoo da. Brauchst du gar nicht drüber nachdenken. So, auch mit reingepackt hat sie mir von Naturebox das Duschgel. Ja, sehr geil. Mit kaltgepresstem Avocadoöl. Ja, ne? Das ist auch immer eine schöne Reisegröße. Ich reise nicht selber. So, Lackierhilfe von der My Little Box. Very Irresistible Givenchy. Von Givenchy, was ist das? Ein Körper ist das. Okay, das ist auf vielen verschiedenen Sprachen, aber nicht auf Deutsch. Das scheint eine Bodylotion zu sein. Ich denke, dass ich die heute Abend mal verwenden werde. Ich verwende die einmal und dann ist die leer. Ich bin
Ich habe großen Verbrauch an Bodylotions, ne? Ich habe halt einen großen Körper. Yves Rocher, ein Eyeliner. Ach, sehr schön. Das ist toll. Ja, den werde ich austesten. Eyeliner mag ich ja immer ganz gerne, ne? Oha, aber die Farbe, Leute, das ist einfach mal Petrol. Also, das ist krass. Das ist krass. Werde ich trotzdem mal austesten. Da findet sich wohl ein Look, in dem man das integrieren kann, denke ich, ne? Dieses Teil halte ich jetzt schon zum dritten Mal in den Händen. Ja, das ist auch eine Lackierhilfe. Da machst du so deine Finger rein und dann machst du den Nagellack drauf und dann kannst du dir die Finger damit lackieren. Sowas brauche ich nicht. Ich lasse mir meine Nägel machen. So, von Larizzi hatte ich mir ausgesucht, ja, dieses Produkt. Und zwar ist das ein Konturstick. Den hatte ich schon mal. Oh, den hast du gar nicht benutzt. Ach, Alexandra. Und den wollte ich jetzt nochmal mit meinen etwas professionelleren Kenntnissen austesten, weil ich, ja, den hatten wir vor einem Jahr in der Glossybox Ocean Vibes oder sowas in der Art. Und jetzt möchte ich den halt nochmal probieren. Das ist die Farbe Aloha. Und ich dachte mir, vielleicht traue ich mich doch mal wieder ans Contouring ran. Die habe ich schon. Die ist toll von Benefit They Are Real. Nee, Quatsch, das ist Double the Lip. Ich dachte, das wäre die Mascara. Ach, wie geil, guck mal. Das ist der Lippenstift, den ich so großartig finde. Ei, 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 der kommt aus der Benefit-Box. Der kommt in meine Backup-Sammlung, denn ich habe den. Steht der hier? Ja, den habe ich hier schon. Auch schon ordentlich benutzt, ne? Genau, und da ist nur noch so wenig drin. Und dann habe ich den quasi als Backup. Finde ich super toll. Yay! Ich dachte, das wäre die Mascara. Weil das als Backup ist noch besser. Das ja, freut mich gerade echt. Dann habe ich mir, weil ich die noch nie ausprobiert habe und alle davon schwärmen, ausgesucht von L'Oreal die Mega Volume Miss Baby Roll Mascara. Das schwärmen so viele von, ne? Und die wollte ich jetzt auch mal testen. So, jetzt ist es raus. Ach, du ahnst es nicht. Guck dir das mal an. Ich wusste ja gar nicht, wie dieses Bürstchen aussieht. Das ist ja richtig gerollt. Wie geil. Ja, bitte. Die wird getestet. Zwei Nivea Essentials habe ich mir ausgesucht. Einmal die 24 Stunden Feuchtigkeits- und Sensitiv und die 24 Stunden Feuchtigkeit und frische Creme für normale und Mischhaut und für sensible Haut. Genau, das sind halt so ganz klassische, würde ich mal so sagen. Ne? Das sind ganz normale, die hat sie auch noch hier schön zugeklebt. Dann habe ich von Eucerin Dermocapillare ein Shampoo, hat sie mir auch mit beigelegt. Hypersensible Kopfhaut, genau, das ist medizinische Pflege. Charlie White, Oh Fresh. Okay, das wollte ich auch nochmal riechen. Ich habe keine Ahnung, wie das riecht. Das ist ein Parfüm, was sie aussortiert hat, was sie auch nicht so viel verwendet hat. Man riecht es schon direkt. Ja, riecht sehr frisch. Ja. Ich bin ja eher so der Fan von diesen ganzen blumigen, fruchtigen Düften. Sehr weich, sehr sanft, auch ein bisschen orientalisch. Aber halt dieses extrem Frische oder dieses Sportliche ist nicht ganz so meine Welt, weil ich da einfach nicht die Nase für habe. Ich mag das einfach nicht so gerne. So, einen Pinsel habe ich ausgesucht, und zwar den Blush Brush von Essence. Ja, ich mag diese Essence-Pinsel einfach, ne, von dieser Edition oder allgemein, die halt dieses Muster hier drauf haben, finde ich total hübsch. Und sie hat sich meine kompletten Pinsel, die ich aussortiert habe, ausgesucht, finde ich mega witzig. Und ja, der wird auf jeden Fall eine Freundin von mir auch bekommen, weil die fragen auch immer nach Pinseln und freuen sich dann immer, wenn ich dann Pinsel in der aussortiert Kiste habe. Genau, eine Spülung hatte ich mir auch ausgesucht. Das ist die Nordische Bären Spülung. Ich weiß gar nicht von welcher Firma. Urtekram, genau, Urtekram war die Firma. Und ja, die ist wirklich pflegend. Die hatte ich auch tatsächlich schon mal. Den Duft mochte ich jetzt nicht so ultra. Genau. Und ja, ne? Ihr wisst, wo sie hinwandern wird. Noch ein paar Proben hat sie mir reingepackt. Go Blonder Zitronenwunderkur von John Frieda. Die werde ich tatsächlich selber mal austesten, weil ich die noch nie ausgetestet habe. Und dann nochmal von John Frieda die Maske, ja, Repair and Detox. Eine weitere Handcreme habe ich ausgesucht und zwar Exotic Litchi Sorbet, ein pflegender Balsam für gestresste Hände mit Aprikosenöl und Vitamin E. Treacle Moon mag ich wirklich gerne. Also gerade die Handcremes sind einfach, es ist eine schöne Größe, die mag ich gerne. Und das riecht super, super toll. Ich weiß nicht, vielleicht behalte ich die. Ich muss mal gucken.
Weil, ja, so ein bisschen Mädchenkram und so. Aber ich habe so viel Handcreme. Ich muss ja auch mal, ne? Von Ghoul das Anti-Schuppen-Shampoo hatte ich mir ausgesucht für Kopfhaut und Haar mit Schuppen. Mit Rosmarin ist das. Von Christina Aguilera das Unforgettable Moisturizing Body Lotion habe ich mir ausgesucht. Habe ich mir die ausgesucht? Ich glaube nicht. Oh, sie riecht auf jeden Fall toll. Ein weiterer Pinsel und zwar ein Camouflage Brush. Ja, ist einfach so ein, was ist denn Camouflage Brush? Ich würde jetzt einfach Lidschattenpinsel dazu sagen. Jo. Von Eliza. Das hast du mir aber dazu gepackt. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Das ist ein Täschchen. Ach, das ist echt süß. Voll hochwertig, ne? Das kann ich auf jeden Fall gut nehmen, wenn ich so Tauschpakete mache, um da Sachen reinzupacken. Oder allgemein als schönes Geschenktäschchen. Mag ich leiden, danke dir. Biodroga Cleansing Reinigungsmilch für normale und trockene Haut. Hä? Habe ich... Hä? Das hatte ich schon mal. Das kommt mir bekannt vor. Sagen wir es mal so. Ja, habe ich mir aber nicht bei dir ausgesucht. Das hast du so mit dazugelegt. Das weiß ich wohl. Und von Sanssouci eine Körperlotion. Die hast du auch mit beigelegt. Ich merke das. Urban Moisture Hydro Nourishing Shampoo für trockenes Haar. Das hat sie mir auch beigelegt. Cheveux Sec, ja. Für schlaffe Haare quasi. Noch was von Eucerin. Noch ein Shampoo. Nochmal für hypersensible Kopfhaut. Von Skincare bei Alprezan Winter Edition Handschaumcreme für trockene Haut mit Vanilleduft. Ach, ist das nicht süß? Das ist doch mega süß. Von Isana eine Lippenpflege Sanft Rosé. Sanfte Pflege für natürlich schöne Lippen. Ja, ich hatte, glaube ich, noch nie einen Isana Lippenpflegestift. Das ist auch interessant, ne? Mit Wildrosenöl. Aber da ich so viele Lippenpflegestifte aktuell da habe, wird der zu den Mädels mal haben. Und die anderen Sachen, die hier drin sind, die hat sie voll schön eingepackt. Teilweise, oh, ich muss das erstmal, also manche sind hier in normalem Zebra eingepackt und manche sind hier richtig toll mit Geschenkpapier eingepackt. Der Wahnsinn. Die habe ich mir ausgesucht von Rival de Lupien. Die Quick Dry Drops trocknet Nagellack schneller. Die wollte ich mal ausprobieren auf meinen Füßen. Jo, ne, also lieber sowas als Zehentrenner. Weil mit Zehentrennern kannst du nicht barfuß durch die Gegend laufen. Von Bettina Barty Vanilla Original Eau de Toilette. Genau, das ist ein Parfüm. Das wollte ich auch mal riechen. Das riecht bestimmt voll toll. Oh, nee. Oh, nee. Das riecht mir zu extrem. Der Unterton, der jetzt nachher kommt, ist schön vanillig, aber beim ersten Mal riechen, puh, das muss man erstmal ein bisschen auslüften lassen. Ist ja krass. Aber ist nicht ganz so mein Duft. Genau, Nagellack hatte ich mir auch noch welche ausgesucht. Von Rival de Lupien. Den Gel Look Nail Lacquer, der ist so richtig, richtig geil, weil der ist türkis schimmernd und den kann ich mir echt toll auf den Fußnägeln vorstellen im Sommer. Ich glaube, den mache ich mir heute Abend auch drauf. Ja, guck mal. Gefällt mir. Doch, dann ist eine schöne Farbe. Eine Töne Tarbe. Schöne Farbe. Welche Farbe ist das? Die 08 Atlantis. Ja, mega geil. Also ich stehe auf solche Farben, ne? Sowas trage ich meistens auf den Füßen. Weniger rot, mehr sowas. Den habe ich mir für Weitergeben ausgesucht von Love oder LOV. Die Nummer 110 Forever Berry. Das ist auch eine coole Farbe, aber ich habe von Essie, glaube ich, auch schon so einen pinken Nagellack. Jo, die Handcreme steht bei mir aktuell auf der Arbeit von Balea Handcreme Buttermilk and Lemon für trockene Hände. Das ist eine richtig gute Pflege, wirklich. Und die zieht schnell ein, die finde ich großartig, die finde ich echt toll. Und ja, ist halt eine Handcreme. Das Produkt hatte ich mir eigentlich ausgesucht, weil ich dachte, das wäre gut. Ich habe es aktuell in Verwendung gehabt und habe es gestern Abend tatsächlich aussortiert. Weil von Neutrogena, das Skin Detox, das ist 2-in-1 Reinigung und Maske, hatte ich selber letztens erst in einem Trash-Paket, hatte ich mir ertrashed. Und jetzt habe ich es mir wieder ertrashed, aber habe zu spät realisiert, dass es meiner Haut nicht gut tut. Das ist mit Glykolsäure und Tonerde. Ich habe mir das halt jeden Abend drauf gemacht, um dann unter der Dusche meine Foundation oder halt mein Gesicht allgemein zu reinigen. Ne? Meine Augen habe ich vorab gereinigt mit einem ölhaltigen Produkt und danach habe ich dann unter der Dusche dieses Produkt verwendet. Ich habe davon aber leider echt Unterlagerung bekommen. Das heißt, das kann ich leider nicht selber verwenden. Ich wollte es eigentlich gerne als Backup haben und ärgere mich da auch drüber, dass es bei mir nicht so gut funktioniert, aber machst du manchmal nichts dran, ne? Oh ja, das hier habe ich mir auch ausgesucht von Black Emotion Eau de Toilette. Weiß ich nicht, kenne ich nicht, fand ich interessant. Wollte ich mal schnuppern.
100 Milliliter, ich weiß gar nicht, von welcher Firma das ist. Jetzt lassen wir mal ein bisschen länger auslüften hier. Aber das riecht auch sehr lecker. Aber das werde ich jetzt mal erst ein paar Tage testen. Das riecht wirklich schön orientalisch. Und dieser Flakon, guckt euch den an, ist der nicht wundervoll? Ich finde den voll schön. Gefällt mir unheimlich gut. Ja, der ist toll. Da hat sich Alexandra wahrscheinlich gefreut, dass die da ihren ganzen Handcreme-Vorrat wegbekommt. Okay. Ja, das ist immer eine Win-Win-Situation. Und zwar ist es von Hansan, die Handcreme Zart Rosé mit Vitamin E. Und die soll es schnell einziehen und das ist perfekt. Ich glaube, wenn ich in 1-2 Wochen zu Simone gehe und da diesen Karton mit Handcremes mitnehme, dann zeigt sie mir auch erstmal einen Vogel. Sag mal, Claudia, was ist dir eigentlich mal wieder reingefegt? Ich glaube, Vanilla ist tatsächlich die Marke bei diesen Parfüms. Und zwar ist das hier von Vanilla das Abricot Eau de Parfum. Sieht wundervoll aus, ne? Also ist ein schöner Verschluss hier oben. Da kann ich jetzt schlecht reinsprühen. Das muss ich mir jetzt doch auf den Arm sprühen. Ne, das mag ich nicht. Holla die Waldfee, da werde ich mich wieder abschleppen, wenn ich auch zu meinen Mädels fahre. Das ist echt krass. Noch eine Handcreme habe ich mir ausgesucht von Dresden Essenz mit Handkuss. Die SOS Repair Handcreme mit biorote Beeren und Reismilch. Feuchtigkeitspflege für beanspruchte Hände. Zu viel Parfüm hier, Entschuldigung. Ja, genau. Ne? Die riecht aber nicht so geil, ne? Die riecht ein bisschen muffig. Ja, beerig halt, ne? Biorote Beeren. Ja, aber die zieht wirklich schnell ein. Da kann man sich nicht beschweren. Balea Duschgel Dancing in the Sun duftet nach süßen Summer Vibes. Und das ist ein süßes Produktchen. Das war, glaube ich, in so einem Karton mit drin, in so einem Geschenkkarton, wo verschiedene Produkte von Balea mit drin waren, von dieser LE letztes Jahr. Ja, riecht sehr fruchtig. Ne? Den habe ich mir ausgesucht, weil ich aktuell keinen Fußbalsam habe und aktuell Handcremes als Fußbalsam nehme. Das ist von Fußwohl der Wohlfühlbalsam für seidig weiche Haut, Arganöl und Kopuazu-Butter. Und ja, den werde ich jetzt ins Badezimmer stellen und als Fußcreme verwenden. Yay! Yeah. Endlich wieder eine Fußcreme. Riechen wir denn noch einmal dran? Riecht halt nach einer Fußcreme, ne? Das ist jetzt nichts Aufregendes da drin. Fühlt sich aber sehr schön, angenehm und weich an. Ja, Arganöl und Kopuazu-Butter. Leute, es ist noch lange nicht vorbei. Ihr seht es ja an der Timeline, ne? Ich versuche das alles so kurz wie möglich zusammenzuschneiden. Das ist von der My Little Beauty aus der My Little Box, das Gel Nettoyant. Das scheint ein Duschgel von der My Little Box zu sein. Ja, nee, ein Reinigungsgel fürs Gesicht dann wahrscheinlich, genau. Huch. Ja, Mascaren habe ich mir ausgesucht. Einmal habe ich mir die False Lash X-Fiber Extreme Resist Mascara ausgesucht. Die habe ich selber noch da in Originalverpackung. Und dann die Unlimited Mascara, Entschuldigung, von L'Oreal, weil ich die echt noch gar nicht ausprobiert habe und viele davon halt schwärmen. Und ja, die ist ja so witzig, ne? Kann es ja so abknicken. So, und dann kann man sich die angeblich total super drauf machen. Ich habe keine Ahnung. Wird getestet. Holo Wow Dewy Lip Shine. Ich glaube, den habe ich mir aber nicht ausgesucht. Ja, der war aber neu, hatte sie geschrieben. Also die Lippenprodukte waren allgemein neu. Allgemein neu, ne? Genau, das hier ist ein Lipgloss. Hallo, also Holo Wow. Ich habe heute erst den von Boutique bei mir aussortiert und in die Aussortiertkiste gepackt, weil der mir einfach zu krass war. Der wird nicht besser sein, das glaube ich nicht. Ich swatch den trotzdem mal. Komm, wir gucken uns den vorher einfach mal an, bevor ich den jetzt einfach ungesehen wegpacke, ne? Ja, Er ist grün, er schimmert und er ist wirklich heftig. Also das ist wirklich was für Karneval. Und nur für Karneval ein Lippenprodukt zu haben, das möchte ich nicht. Deswegen wandert der weiter. Von Essence ist das hier der Lipstick der Coral Calling Nummer 01. Genau. Und so sieht die Farbe aus. Und der ist einfach nur hier oben etwas angeditscht, aber der ist nicht benutzt. Ne? Rival de Loup hat sie mir auch ein Lippenprodukt mit beigelegt. Den hatte ich mir, glaube ich, aber weiß ich nicht, habe ich mir den ausgesucht in der Nummer 22. Also sie sagte, sie hat die Produkte entweder geswatcht oder noch nicht getestet. Und der ist dann einfach nur geswatcht. So schaut der aus. Und weil der schon geswatcht ist, kann ich den auch mal swatchen. Ja, ne? Ist schon eine coole Farbe. So, von Essence Mosaic Blush haben wir den hier. All You Need Is Pink.
Alto Belly, wirklich unbenutzt. Ich zerstöre das Unbenutzte und swatche ihn. Der ist richtig uneben. Den swatche ich hier mal. Ah, der ist fast nicht sichtbar. Also ihr seht ihn jetzt hier auch gar nicht, ne? Der schimmert, also den kannst du fast als Highlighter nehmen. Dann von Catrice Gradiation Blush in der Limited Edition Rough Luxury. Aha, Aurora Polaris. Der ist auch nur geswatcht. Oh, der ist aber ganz weich, ne? Ui, das sieht echt cool aus. Swatche ich hier. Oh, den sieht man aber. Ist ein bisschen krümelig, ist ein bisschen pinky. Den werde ich mir mal schnappen und testen. Der sieht interessant aus. Ein Compact Powder von Rival de Loop. Das geht an die Mädels, weil ne, Puder kannst du immer ganz gut gebrauchen. Und ich habe echt viel Puder da. Also da brauche ich gar nicht drüber reden. Und irgendwas kann man hier noch weiter hoch machen. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Du hast hier einmal das Produkt. Das ist so ein bisschen wie die Physicians Formula Produkte. Vielleicht haben die das da auch versucht und haben hier auch einen Spiegel dran gemacht und hier unten so ein Puffelding drunter gesetzt. Ach, witzig. Und von Cien habe ich hier ein Rose Garden. Das ist ein Mono-Lidschatten. Ja, und das ist ein schöner Lidschatten, den man mono tragen kann. Und der scheint auch noch neu zu sein. Genau. Der sieht ganz neu aus. Trotzdem gehe ich mit dem Finger rein. Ich bin halt ich, ne? Das ist halt so ein ganz rosa, schimmerner, ganz dezenter. Ne? Den kannst du auch als Highlighter verwenden. Also von daher eine schöne Geschichte. Den hatte ich mir auch ausgesucht. Der ist auch noch original verpackt. Der ist von Model Co. Auch wieder ein Contour-Stick. Der ist auch aus einer Beauty-Box. Auch den hatte ich weitergegeben und habe ihn jetzt zurück ertrashed. Von Yves Rocher ist das hier auch ein Lippenstift, glaube ich. In der Farbe 03 Rose Rouge Vertige. Keine Ahnung, aber der ist neu. Ei. Riecht nach nichts. Und der hat hier richtig das Yves Rocher Logo da vorne drin. Das sieht natürlich schön aus, ne? Gucken wir uns den mal an. Oh, der ist richtig pink, ne? Richtig pink und schön schier. Das ist hier der obere Swatch von Basic, ein Lippenstift. Der hat keinen Namen. Ach so, so sieht das Packaging aus. Sagt mir so gar nichts. Auch das wieder ein schönes Pink. Auch das swatchen wir mal. Oh, der ist richtig pink. Das ist hier dieser, Moment, der hier unten drunter. Krass. Wow, der ist geil. Zwei Nagellacke hatte ich mir noch ausgesucht. Einmal von Douglas Stay and Care. Das ja, Gel, wie auch immer, hatte ich letztens, glaube ich, meiner Mama mal geschenkt. Das war im Adventskalender. Und, das muss man immer schütteln hier, von Essence. Genau, sonst sieht das nämlich nicht so schön aus. Das ist immer, ne, bei solchen Glitzerpartikelgeschichten muss man schütteln. Holo Rainbow Nail Polish in der Farbe 04 Holo Love. Ich mag solche Sachen, ne? Und da weiß ich auch schon, wer das kriegt. Ich denke, dass die Tochter meiner Nagelfee das bekommt, so als kleine Entschädigung dafür, dass die Mama sich immer an den Handcreme bedient. Ein weiterer Lidschatten von Cien, der ist aber noch komplett verschlossen. In der Farbe 15 Vanilla Cream. Dann habe ich mir von Manhattan den Dip Eyeliner in Waterproof ausgesucht. Fand ich interessant. Eyeliner teste ich mich gerne durch und benutze sie unfassbar viel. Und ja, ich glaube, den hatte ich aber schon mal. Muss ich nochmal tief in mich gehen. Das hat nämlich eine relativ dicke Spitze. Ich glaube, der wird weiter wandern. Ich glaube, der wird mir zu dick sein. L'Oreal Elnett Deluxe Limited Edition Hairspray für starken Halt. Spielend, leichtes Ausbürsten. Ich persönlich benutze kein Haarspray, aber ich kenne genug Leute, die es tun. Ja, ich habe auch nie Haarspray verwendet. Ich habe, ja gut, damals in meiner ganz krassen Damals-Jugendzeit habe ich mir so Frisuren gemacht, weil ich noch nicht so wirklich Frisuren machen konnte. Und habe zum Beispiel meine Haare so gekreppt. Kennt ihr das noch? Kreppeisen von damals? Unfassbar. Da habe ich mir tonnenweise Haarspray reingepackt. Und ja, ne? Sowas wandert aber immer weiter. Holla, 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 holla. Von IQ Cosmetics habe ich hier einen Lippenstift in der Farbe 31 Matte Star. IQ Cosmetics, ich glaube, das ist eine Marke aus Österreich oder so. Ich weiß das gar nicht. Ist auf jeden Fall auch wieder so ein richtiges Pink. Und da sieht man auch noch das Logo oben drin. Der ist aber krass. Das ist diese Farbe. Der ist richtig heftig, oder? Einmal kurz drüber, bam, Farbe ist da. Dann habe ich hier einen von
Veronia? Sabrina Rudnick. Ach so, das ist irgendwie aus einem 1-Euro-Shop oder so. Das habe ich bislang nur gehört von Maxine Giacomo. Der spricht immer von seiner Sabrina Rudnick. Ja, der ist aber noch vollkommen unbenutzt. Der riecht übrigens nach Kinderschminke und der hat leichte Glitzerpartikel drin. Sabrina Rudnick, da ist sie. Ja, ne? Der fühlt sich auch ein bisschen an wie Kinderschminke, muss ich gestehen. Ja, das ist dieser Ton hier. Also alles pink auf meiner Hand. Ich glaube, ich habe ein bisschen viel pink ausgesucht. Oder Alexandra, du hast ziemlich viel pink noch mit dazugelegt. Ich weiß das gar nicht. Dann habe ich hier noch einen von Essence Long Lasting 25. Auch der unbenutzt. Ach, guck dir das an. Auch wieder so ein Pink. Du hast mir alle Lippenstifte mit reingepackt, die du auf deinen Fotos hattest. Ich merke das wohl. Noch einer von Essence in Orange. Auch der unbenutzt. Farbe 01 Crowd Gone Wild. Von LOV in der Farbe Nummer 110 Bespoken Apricot Delight. Der ist auch unbenutzt. So ein schöner Nude-Ton. Lippenprodukte werden weitestgehend weiter wandern, weil ich habe so arg aussortiert und bin so krass stolz auf mich, dass ich das weiterhin sein möchte. So, jetzt habe ich alles ausgepackt, was sich nicht in diesen wunderschönen Verpackungen befand. Ich zeige euch das mal. So, sie hat jetzt sau viel so schön eingepackt und das ist auch das, was du auf dem Thumbnail gesehen hast. Ich werde jetzt alles aus der Verpackung befreien, damit ich hier nicht so viel schneiden muss nachher und dir dann die Produkte zeigen. Ich will es gar nicht auspacken, weil das mit so viel Liebe eingepackt ist. Oh Mann. So, jetzt habe ich auch den Rest ausgepackt und euch ein Thumbnail geschossen. Und ich würde Wetten eingehen, dass ich mir die Hälfte von dem, was hier überall steht, gar nicht ausgesucht habe. Okay, ja. Wo soll ich starten? Es sieht ja aus wie in einem DM-Haul vor mir. Ich habe hier Wellaflex Farbbrillanz, verleiht Glanz bis zu 24 Stunden und erhält die Leuchtkraft ihrer Farbe. Das ist ein Gel-Spray mit starkem Halt. Weil das für koloriertes und getöntes Haar ist, wird es natürlich weiter wandern. Genauso wie das Taft-Volumen-Schaumfestiger mega starker Halt. Also, ne, ich bin ja nicht so der Frisurentyp, wie ihr ja wisst. Ich bin ja Bommel-Mensch oder Haare-Offen-Mensch. Aber ja, viel dazwischen gibt es auch nicht bei mir. Zwei Deos habe ich mir ausgesucht von Nivea. Einmal das Deo Fresh Natural, das ist ja natürliches, frische Gefühl und soll 48 Stunden halten, aber das glaube ich nicht. Dennoch werde ich es testen oder weitergeben. Ich weiß es nicht, es ist alles so viel. Und ich habe mir immer gesagt, pro Kategorie eine Box. Ihr seht ja die Boxen hinter mir, über mir, um mich herum. Da habe ich dann zum Beispiel eine Box Deo, eine Box Dusche, eine Box Body, ne? Und wenn die Box voll ist, dann muss ich entweder was aussortieren oder benutzen, ne? Das ist so. Genau, jetzt habe ich hier auch noch ein Dove Deo mit da drin. Da weiß ich, dass ich das ganz gut finde. Also das ist eine gute Geschichte. Stelle ich notfalls auf die Arbeit, da geht es auch immer ganz gut. Dann habe ich mir noch zwei Parfüms ausgesucht. Das sind halt so relativ günstige No-Name-Parfüms, die ich mir ausgesucht habe. Von J. Eau de Toilette. Das Creation Lames heißt das, glaube ich. So sieht es aus. Also die Verpackung auf jeden Fall. Das ist pink, das ist schon mal ansprechend. Und das Parfüm an sich sieht cool aus. So sieht der Flakon aus. Oha, da kommt schon... Oha, ui. Moschus raus. Nee, das ist nichts für mich. Das ist eher so ein Unisex-Duft. Ich denke, dass ich den einem Kumpel von mir geben kann. Auch wenn die Flasche natürlich jetzt so lila aussieht. Aber der hatte mich letztens noch gefragt. Mensch, hast du nicht noch irgendwie so ein Unisex-Parfüm oder so? Das ist auf jeden Fall Männer. Also auch wenn die Verpackung rosa ist, ist es für mich ein Männerparfüm, ne? Krass, ja. Ne? Dieses Parfüm ist noch vollkommen original verpackt. Das wird dann auch demnächst mal verlost oder weiter verschenkt. Von Vanilla Pour Femme Eau de Parfum. Und ich weiß gar nicht, wie das riechen soll. Das steht hier auch nicht mit drauf, oder? Keine Ahnung. Ich will es jetzt aber nicht auspacken, weil ich das dann ja weiter verschenken werde. Ich glaube, die kann man bei Müller kaufen, wenn ich das mal richtig gesehen habe. Weil ich hatte mich auch informiert, was die Produkte, die sie mir so gezeigt hat, alle wert sind. Weil ich möchte das nicht zu eskalativ haben, ne? Sagte sie und hatte den ganzen Raum voller Produkte. Aber gut, ne? So, dann ein paar Bodylotions. Da habe ich hier einmal von Dove die Dermas Bar Goddess
Hoch 3 Body Lotion mit Omega-3-Öl für trockene Haut. Die wird sehr reichhaltig sein und es riecht alles nach diesem Parfüm. Genau, dann habe ich von Sand in Naturkosmetik eine Body Lotion Family. Die werde ich wahrscheinlich meiner Schwägerin geben. Oder es kriegen gerade alle bei uns in der Clique Babys, also von daher kommt das auch ganz gut an. Mit Bio-Ananas und Limone. Ja, weil Limone mag ich gar nicht. Das ist nicht mein Duft, das ist mir dann zu sauer. Aber ich gebe es sehr, sehr gerne dann entsprechend weiter. Ja, das riecht mir zu sauer, zu fruchtig. So ist das nicht unbedingt ganz mein Duft. Von La Roche-Posay Lipikar Boom A+1. Mhm. Das ist ein Lipid Replenishing Balm gegen Rötungen und alles Mögliche. Und Haut, sofort hautberuhigend, rückfettender Balsam, reizlindernd und juckreizmindernd. Hilft, Trockenheitsphasen vorzubeugen, Basispflege bei Neurodermitis für Säuglinge, Kinder und Erwachsene. Das ist ohne Duftstoffe und ohne Parabene und da weiß ich auch, wen ich damit glücklich machen kann. Das wollte ich eigentlich selber ausprobieren von Isana Young, Limited Edition, das Chocolate-cremige Pflegemousse, das hatte ich mir auch ausgesucht. Und ja, es riecht enorm süß. Es ist ein Winterprodukt, absolut. Dann von Douglas Home Spa, Spirit of Asia, mit Goji, Beere und Bambusmilch. Eine ausgleichende Körperlotion. Da riechen wir doch mal dran, wenn ich hier noch irgendwas rieche. Na, wo mache ich dich denn drauf? Oha, da kommt direkt... Ja, die Produkte stehen dann schnell unter Druck, wenn man die halt verschickt. Das ist dann leider so. Gebe ich mir mal hier auf den Arm. Ui, die ist schön. Aber nicht mein Duft. Das riecht sehr kräuterig. Das ist nicht mein Duft. Nee. Und das definitiv für meine Mom, glaube ich. Oder meine Schwieger- oder Stiefmom oder Stiefschwiegermom in Spe. Mit AHA und Olivenöl eine revitalisierende Bodylotion. Die pflegt und festigt die Haut und unterstützt die Zellerneuerung. Und das fand ich cool. Ja, das hatte ich auch letztens mal in der Box mit drin. Hat sich eine von meinen Müttern geschnappt und die nächste bekommt das. Ein paar Produkte. Da weiß ich nie, was das ist. Dermacool Filmstudio Barrandov in Prag. Make-up-Cover. Waterproof Sonnenschutzfaktor 30. Und das soll hypoallergen sein. Das finde ich interessant. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Das sieht ja schön aus, ne? Schön goldglänzend. Oh Gott. Guck mal. Sieht man das? Schon recht hell, ne? Ja gut, ich habe jetzt einen behaarten Arm, Leute. Ne? Da ist das dann natürlich ein bisschen schwierig mit dem Swatchen, aber das scheint sehr ergiebig zu sein. Ich werde das austesten, weil das funktioniert. Das, wenn man das verstreicht, ich glaube, das hat gar keine korrekte Farbe. Das ist einfach mehrere Farben. Ja, okay, Hautton anpassen quasi, denke ich mal. Dann habe ich mir natürlich noch eine Handcreme von Yves Rocher ausgesucht. Von Biore, die Aktivkohle. Habe ich mir die ausgesucht? Ja, ich glaube, die habe ich mir ausgesucht. Ja, weil die gut ist und weil die gut ist. Genau. Backup. Hatte ich letztens aber auch noch wieder in der Glossybox. Wusste ich nicht. Das war ein, blöder Zufall. Von Rival de Lupiang, das habe ich letztens noch in der Theke gesehen. Stampy Kit, das Style Kit, das bekommt meine Nagelfee, beziehungsweise die Tochter meiner Nagelfee. Dann habe ich zwei Haarkuren. Einmal die Glanzhaarkur mit Bio-Rohrohrzucker für glanzloses und sprödes Haar. Das habe ich leider öfters mal, dass meine Haare dann sehr trocken sind. Und Alverde wollte ich einfach nochmal weiter austesten und das scheint gar nicht benutzt zu sein. Es riecht aber sehr angenehm. Das gefällt mir. Nom. Nicht essen, Claudi. Von L'Oreal die Anti-Haarbruch Tiefen-Repair-Kur zum Ausspülen für trockenes, strapaziertes oder brüchiges Haar. Ich mag Elvital. Ja, es ist umstritten mit dem L'Oreal-Konzern, ich weiß. Aber ich mag einfach die Pflege der Produkte. Ja, und das riecht halt klassisch nach Elvital. Dann habe ich mir noch zwei Scrubs bzw. Peelings ausgesucht. Einmal von Rituals mit Sweet Orange and Cedar Exfoliating Vivifant Pour le Corps. Also das ist ein Körperpeeling. Nee, das wandert weiter. Das riecht auch so ein bisschen wie die Happy Buddha-Reihe. Ne? Das ist nicht so ganz meins. Genau. Dann habe ich nämlich noch ein Duschpeeling und zwar von Balea. Frische Hauch für ein zartes Hautgefühl. Glättet und reinigt. Das muss erstmal getestet werden. Das riecht ganz schön blumig, das riecht angenehm.
Einige Duschgele habe ich mir ausgesucht. Einmal hier von Original Source Hydrating Water Infusions mit Pineapple and Lemon Zests. Also mit Ananas und Limonenschale ist es, glaube ich. Genau, das ist dieses hier. Da muss ich erstmal dran riechen. Ja, das ist sehr sauer. Oder frisch. Das wird definitiv meine Schwägerin in Spe bekommen, weil die mag die Marke. Ich hatte ihr mal irgendwann davon eine Bodylotion geschenkt und sie hat mir letztens gesagt, oh nein, die Marke geht aus dem DM raus, total schade und so. Wenn ich nochmal sowas hätte, soll ich ihr das auf jeden Fall geben. Alles klar, ich habe da was für dich, Frauke, freu dich. Dann habe ich von Dove Detox reinigt von urbanen Umwelteinflüssen mit grüner Tonerde eine Pflegedusche von Dove. Fand ich super interessant. Ich finde die Pflegeduschen von Dove sehr, sehr gut. Und die riecht auch angenehm. Da gibt es jetzt ja auch von Nivea diese neue Reihe mit diesen ganzen Tonerden. Und fand ich super interessant. Von Sebamed, das wird meine Mom wahrscheinlich bekommen, die Pflegedusche mit Lotus und grünem Tee. Und das ist halt medizinische Hautpflege und ich erstelle ja immer mal wieder gerne so eine Sebamed-Box für meine Mama. Oder ich packe es halt in meine Krabbelkiste und meine Freundinnen, die vielleicht auch mal etwas empfindlichere Haut haben, freuen sich auch darüber. Und dann habe ich noch eine Kneipp-Aroma-Pflegedusche Lebensfreude mit Zitrone und Lycea Cucurbita. Okay, hebt die Stimmungslage nachweislich. Genau. Ein schönes Verschenkprodukt. Ja, weil es halt sehr nach Zitrone duftet. Aber sauer macht ja bekanntermaßen lustig, ne? Von Pantene Pro-V, Repair and Care, bekämpft sofort Anzeichen von Haarschäden für geschädigtes Haar. Das ist eine Pflegespülung. Ja, ne? Pantene Pro-V finde ich super gut von der Pflegewirkung. Das wird definitiv weiter wandern, weil ich bin nicht brünett. Balea Color Schutz Shampoo, verlängerte Farbintensität und so weiter. Ja. Das wird weiter wandern an eine brünette Freundin. Und das letzte, tatsächlich letzte Produkt, was ich jetzt hier in die Kamera halte, in diesem Video, ist von Balea. Dieses Shampoo von Dancing in the Sun duftet nach süßen Summer-Vibes. Ja, Wahnsinn. Das ist mein Trash-Paket, Leute, oder? Boah, unfassbar viel, aber ich habe halt auch Produkte mit sehr hohem Wert an sie getauscht. Also von daher, ne, ist es dann halt echt viel geworden. Und sie hat unfassbar viel noch mit dabei gelegt. Alexandra, na. Du weißt, dass ich eine Krabbelkiste habe, deswegen hast du das gemacht, ich weiß, aber es ist doch sehr, sehr viel. Meine Freundinnen sagen ja auch immer wieder, Mensch Claudi, wir müssen gar nicht mehr in eine Drogerie gehen. Und ich habe viele Freundinnen und Familie und so, die sich an dieser Kiste bedienen. Das ist echt krass. Also ich versorge alle in meinem Umfeld damit. Ne? Das ist echt heftig. Okay, liebe Alexandra, vielen, vielen Dank. Es hat mir wieder mal richtig viel Spaß gemacht. Auch im Namen von Freunden, Familien und Verwandten sage ich vielen, vielen Dank. Du hast mich wieder auf eine interessante Reise durch die Drogerie genommen, um halt einfach mal neue Produkte zu entdecken, zu riechen und ja, auf der Haut zu haben, zu sehen. Ja, immer wieder gerne, wie du weißt, wir sammeln fleißig weiter. Und ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Tauschpaketen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!